Ahoi, ich will euch kurz zeigen, wie man diese Tabelle in eine Karte umwandeln kann. Zuerst müssen wir diese PDF in eine Tabelle umwandeln und dafür extrahieren wir als erstes den Text. Text und einfach die PDF-Datei. Daraus kommt dann also eine Textdatei, in der man die erste Spalte, danach kommt die zweite Spalte und danach kommt die dritte Spalte und am Ende die vierte Spalte und eine Seitennummerierung und dann geht's so weiter. Dieses Muster müssen wir jetzt in der Tabelle übersetzen. Dafür habe ich ein kleines Skript gebaut. Das sieht so aus. Und darin packen wir jetzt einfach die Textdatei und hinten fällt eine CSV-Datei auf. Abfahrt. Fertig. Wenn wir uns das eben in LibreOffice anschauen, dann sehen wir jetzt also, wir haben eine Tabelle mit vier Spalten. Vorne steht die Gemarkung, dann die Nummer auf zwei Spalten aufgeteilt und danach der Status. Als nächstes besorgen wir uns eine Liste aller Flurstücke. Dafür gehen wir ins Open Data Portal der Stadt Dresden. Suchen dort nach Flurstücke, schnappen uns den WFFs-Link und fügen den in QGIS ein. Danach öffnen wir also diesen Dienst. Und weil das ein sehr großer Dienst ist, speichern wir das jetzt als erstes mal ab. Jetzt haben wir diesen rosanen Layer hier runtergeladen, den grünen darunter brauchen wir nicht mehr, das ist der Online-Layer, den packen wir wieder weg und ziehen uns stattdessen unsere CSV-Datei mit rein. Das hier sind die zugrunde liegenden Daten und hier haben wir in der genau gleichen Aufteilung auch die Bezeichnung des Flurstücks, also ein Gemarkungsname und dann die Nummer in zwei Teilen. Das verknüpfen wir jetzt mit unserer CSV-Datei. Damit wir das verknüpfen können, müssen wir das allerdings erst in eine Spalte vereinigen. Also schnappen wir uns hier unseren Feldrechner und legen ein neues Feld an. Und hier müssen wir jetzt die CONCAT-Funktion verwenden. Der Plus-Operator funktioniert nur für Zahlen in QGIS. Dann ab auf OK und warten. Und damit haben wir hier hinten unsere neue Spalte Full Name. Abspeichern. Jetzt machen wir dasselbe nochmal mit unserer CSV-Datei. Wieder den Feldrechner aufmachen. Und Abfahrt. Hier dauert das Abspeichern jetzt ziemlich lange, weil CSV ist ein sehr ineffizientes Format. Jetzt verknüpfen wir einfach die zwei Spalten. Dafür also den passenden Filter gewählt, den Original-Layer mit der Tabelle kombiniert und Abfahrt. Jetzt haben wir hier einen neuen Layer. Für die Grundstücke, für die wir nichts wissen, steht hier einfach Null und für die anderen haben wir hier so eine Zeile. Also machen wir das Ganze fertig und noch ein bisschen hübsch. Jetzt können wir hier sehen, die Farben sind nicht besonders hübsch, aber das macht nichts. Dieses Blau hier, das sind alles Grundstücke, die der Stadt gehören und die gelben gehören nicht der Stadt. Es gibt außerdem hier eine weitere Kategorie, nämlich dieses Lila. Und diese Kategorie ist mit einem U vermerkt. Dieses U ist auch in dem Originalantrag vermerkt, zum Beispiel hier. Auch nach Recherchen zu ähnlichen Anträgen konnten wir nicht rauskriegen, wofür dieser Status steht. Zuletzt müssen wir noch eine kleine Fehlerbetrachtung machen, nämlich gibt es noch Grundstücke, die nicht zugeordnet werden konnten. Dafür verknüpfen wir nochmal, diesmal aber andersrum. Und hier können wir schon sehen, 115 Objekte konnten nicht verknüpft werden. Schauen wir uns die kurz an. Dafür löschen wir zuerst alle anderen Objekte. Und haben jetzt hier die Flurstücke, die nicht zugeordnet werden konnten. Wenn wir dort schauen, tauchen die auch in der Originalliste also auf. Allerdings zum Beispiel hier das Flurstück Neustadt 1441-2 existiert in unserem anderen Datensatz gar nicht. Also das gibt es da einfach nicht. Wenn wir dort also mal schauen, hier versuchen auszuwählen, Gemarkungsname Neustadt und dann den Nummer 1441, wählen wir dabei ein passendes Objekt und dieses eine Objekt ist das hier. Dieses Objekt hat die Nummer 1441-1. In unserer Tabelle steht aber
1441-2. Das heißt, hier sind die Datensätze einfach nicht gleich. Ein anderer großer Teil sind Gemarkungen wie Klingberg oder Dittersbach oder zum Beispiel auch Heidenau ist dabei. Das sind Grundstücke, die liegen gar nicht in Dresden. Und da gibt es ein weiteres Indiz dafür, denn die sind extra aufgeführt. Die Gemarkungen sind hier alphabetisch sortiert, aber ganz am Ende fängt auf der fast letzten Seite fängt die Alphabetisierung, das Alphabet nochmal von vorne an. Hier nach Tschieren kommt dann Boxdorf, Dittersbach und so weiter. Und deshalb wird es wohl eine eigene Kategorie sein, die eben nicht in Dresden liegt und die wir hier auch nicht zuordnen können. Insofern relativ wenige Grundstücke nicht zugeordnet, passt also alles in Ordnung.